Matchday Vlog Hannover 96 gegen den FC Kaiserslautern. Herzlich willkommen. Ich wollte zum Hinspiel, da war ich nicht da. Da ging es nicht, da habe ich es zeitlich nicht gepackt, aber heute bin ich da. Hab mich ein bisschen spät um Tickets gekümmert, deswegen bin ich auch heute wieder im Westen, W6. Hab ganz viele Fragen auch schon jetzt wieder bekommen. Also sehr, sehr viele von euch werden auch da sein oder werden jetzt da gewesen sein, wenn ihr das Video gesehen habt. Ich habe richtig Bock, ich bin richtig hyped. Das wird ein cooles Spiel, glaube ich. Einfach zwei Mannschaften, die auch relativ weit oben stehen, die einen spielerischen Ansatz haben, der interessant ist und was einfach sehr viel Spektakel verspricht, diese Spiele. Nicht unbedingt Tore oder ein Torreigen, aber trotzdem könnte das richtig geil werden. Wir haben es jetzt gerade 13 Uhr ungefähr, das heißt ein bisschen ist noch, ist ja Topspiel, direkt unter Flutlicht auch. Alles optimal, genauso wie man sich das wünscht. Und ich würde sagen, wir machen uns mal fertig und wir sehen uns dann gleich, beziehungsweise erstmal gucken wir Bundesliga. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, auch um sich vorzubereiten. Wer weiß, vielleicht steigt Lautern ja auch, vielleicht auch wir wissen es ja nicht. Zweite Bundesliga läuft, parallel hier. Ersten Spiel des Tages, gestern gab es ja schon die ersten. Keine sonderlich großen Überraschungen. Die Frage ist ja, was heute Abend überhaupt die Überraschung wäre. Gäbe es überhaupt eine Überraschung in beide Richtungen? Eigentlich ja kaum. Auswärts ist Kaiserslautern die beste Mannschaft der Liga, hat noch nicht ein einziges Spiel verloren. Zu Hause 96 stark. Kann eigentlich alles passieren. Ja? Neues Spiel, neues Glück quasi. Ich habe jetzt noch eine Menge Zeit. Wir fahren jetzt mal kurz, sind ja mal kurz unterwegs. Ich habe noch dadurch sehr viel Zeit, mich zu entscheiden, welches Trikot ich anziehe. Das ist ja immer mein größter Struggle quasi. Sind wir unterwegs? Hast du Bock? Beste Hausschuhe übrigens. Cool. Let's go. Es ist wie so oft das rote Trikot geworden. Mensch, die Qualität ist ja herausragend hier in dem Licht. Wir machen das später. Allerdings, ey, das alte Panda-Trikot. Ihr kennt es mittlerweile gut genug. Ich will, der hat nämlich gerade schon getroffen, weil das ein sehr gutes Omen ist. Wir wissen ja, ein Testspieler hat auch getroffen. Darf er heute natürlich gerne wiederholen. Am besten doppelt. So, erster Versuch. Ja, ist okay. Na gut, die wird nicht auf ihn kommen. Aber, wobei. Ja, nee. Schade. Wir machen schon ganz gut Stimmung. Aber 96 geht es jetzt auch los. Aber 96 geht es jetzt auch los. Blau-Gelb!
Rückrunde, let's go! Vorsicht, Stadionsteuerwitz! In Kaiserslautern ist noch Silvester! Richtig! Und so geil gemacht, Junge! Torjubel viel einstudiert! Hab ich gehört. 17. Spielminute. Tor für Nummer 96. Torschütze ist der Spieler mit der Rückennummer 80. Derrick! Köln! Derrick! Köln! Nummer 96. Eins! Erster FC Kaiserslautern. Null! Danke! Vize! Okay, 18 Spielminute, passt. Zone, Pflicht. Geht weiter, zweite Halbzeit, let's go. Ja, hervorragender Start in der zweiten Halbzeit, war super Sache. Und wieder ein scheiß Standard gegen Lautern, meine Güte. Muss doch nicht sein. Einmal kurz Bier holen. Und dann hast du den Salat. Scheiße. Das ist hier insgesamt gerade eine ganz schwache Vorstellung, muss man wirklich so sagen. Keinerlei Ideen nach vorne, es funktioniert überhaupt nichts. Oh Gott. Nordkurve, reden wir besser auch nicht drüber gerade. Kaiserslautern komplett in Schneid ab. Gefällt mir gerade alles nicht so gut, vielleicht jetzt. Tja, ich würde euch ja jetzt gerne irgendwelche positiven Sachen erzählen, aber bei dem Spiel gab es halt nicht so viel Positives leider. Das muss man ganz klar so runterbrechen. Ich habe hier einen Hund an meiner Seite. Das ist das Positive, das muss man so sagen. Also, ich habe es auf YouTube im Video ja schon gesagt, deswegen ich muss jetzt hier auch nicht mehr zu viel labern, aber es war enttäuschend. Es war kein schönes Stadionerlebnis. Ich hoffe, das nächste, wo ich hingehe, wird wieder besser. War halt aber auch eine Situation, die sehr schwierig war im Stadion selber natürlich, weil klar, wenn da 8000 Lauterer sind, die Rabatz machen, dann ist es da schwer gegenzuhalten, egal ob die Nordkurve gut drauf ist oder nicht den besten Tag erwischt hat. Egal vom Spielverlauf etc. etc. Das war halt alles in Kombination nicht so richtig geil, aber die nächsten Spiele werden wieder besser. Da bin ich mir hundertprozentig sicher und wenn ihr dabei sein wollt, nicht nur bei den Talks, sondern auch wenn ich in Stadion gehe, was ja zeitlich nicht immer drin ist, dann abonniert gerne den Kanal kostenlos, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin mir sicher, dass es gegen Pauli eine Reaktion der Mannschaft geben wird, zu 100%. Ich erwarte das auch und ich glaube viele von euch ebenfalls, die mit 96 das Ganze halten. Und jetzt sind wir durch für heute. Ich glaube, das war das klare Geräusch dafür. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.